zu dann noch ankuppeln, ey. Ja, mit der Schaltung komme ich noch nicht so ganz klar. Alter, der überholt innerorts, ist der wahnsinnig. So langsam fahre ich hier nun auch wieder nicht. Warum fährt denn der in die Richtung? Muss man nicht hier lang. Das kriegen wir, glaube ich, gleich mal einen Blick auf die Uhr. Ja, das passt. So, endlich, ey. Vierte Folge, glaube ich. Sind wir jetzt schon. Habe ich mir endlich mal... bin ich endlich mal auf dem Weg zu uns nach Hause. Was ich die ganze Zeit vergessen habe, seit Montag schiebe ich das schon mit rum her. Wir spielen hier auf unsere Beta-Version. Darum, Leute... Seid bitte gnädig mit euren Kommentaren. Wir sind noch nicht so weit, dass die Map komplett public ist. Das wird erst Ende des Monats der Fall sein. Darum seht ihr hier links auch schon Gras und rechts noch nicht. Aber wir gucken, dass wir das bis zur Beta-Variante dann fertig bekommen. Und hoffen, dass euch die Map trotz allem gefällt. So, und da müssen wir rechts. Ach, wie der hier einfach vorbeisticht, das gibt's ja nicht. Hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Sollte Sie anrufen, hat mein Mitarbeiter gesagt. Ja. Ja, wegen dem Schneider. Ja. Das hat sich geklärt, er hat gemeint, du gibst ihm einen Privatkredit. Ja, genau. Ja, muss halt gucken, was du da für einen Zinssatz nimmst. Ja, ist schon alles abgeklärt. Okay, gut. Und ich würde dann den Auftrag geben, die 109 zu ernten. Die schon weit? Bin gleich mit dem Jürgen am Unterschreiben. Okay, soll ich dann mich schon unter... Jo, ab geht die Luzi. Bin auch schon vor Ort. Gut. Und bis dann. Tschö. Tschüss. So, Jürgen. Hier, um dieses gute Stück geht's. Ah, moin. Hi. Um das Stück geht's. Kann man kurz gucken hier. Gott. Muss man gerade mal... checken. Oh, das sieht gut aus. Jo, das hätte ich gerne. Ja. Ist das machbar? Gott. Ja. Ich rechne noch gerade die Steuern für dich aus. Jo. Der Jürgen, der Hans wollte mir eigentlich auch noch die Steuern schreiben, die ich zahlen muss, gell? Sechstausend. Moment, ich gehe kurz auf mein Konto. Das kann nicht sein. Why? 6.000 für die Grundbucheintragung. Steuern. Nein.
10% Steuer. Von 250, 10% sind 25.000. Ah, ja. Ja. Also, 25.000 Steuer an das Finanzamt. Hier an den Herrn Stromberger. Genau. 25.000 ist überwiesen. Und jetzt ist die Frage, was willst du noch haben? Ist ja auch 25 oder gibt es dich auch mit weniger zufrieden? Bei mir sind es... ...1000. Wie viel? 5000. Moment kurz. 2, 3, 5, 3, 6 und 3, 500. Was hast du jetzt gesagt? 5000? Mhm. Das ist ja ein Vorzugspreis hier. Gut, dann danke ich recht schön. Der Herr Neumann ist auch schon auf dem Weg. Dem habe ich schon einen Auftrag gegeben, dass er kommt zum Ernten. Okay. Soll ich dich gleich wieder mit hochnehmen? Ja, dann müssen wir aber noch kurz zu meinem Hof fahren, dass ich den Traktor dort abstelle, oder? Nee, warte, den lass mal hier. Lass mal hier. Warte, ich mach nur kurz einen Warnblinker an. Steht ja ein bisschen ungeschickt hier. So. Gut. Gut. So. War die alles gut, Volker? Oh ja. Schon ein bisschen im Stress hier, ne? Ja. Also was ich für euch, für den Hans jetzt schon verkauft habe, das ist, ging gut ins Geld. Hoffentlich gibt ihr mir eine ordentliche Gewinnbeteiligung noch. Wäre nicht schlecht. Jo. Fahr links, gell? Ich hab mich eben ein bisschen verfahren. Ja, kannst du draufbleiben auf der Straße. Kommst du direkt zum Händler. Ja, ich habe immer so ein Klackern im Ohr. Hast du das auch? Ja. Okay, das ist mein Warnblinker. Ja. Jo. Und du schon Aufträge an Land gezogen, oder noch nicht? Vom Bauhof einen, ja. Gott, was ist denn das, Alter? Was hast du für einen Klingelton? Ja, Harry. Hallo? Ja, hallo? Ja, ruft er jetzt dich an oder mich? Wird's dann mal was mit dem Feld hören? Ja, ich bin auf dem Weg, Mann! Herr Varona? Ja? Du hast eine Freisprecheinrichtung. Kaufen. Wie bitte? Nicht beim Händler kurz Saatgut kaufen? Nee, da müssten sie eigentlich warten. Ja, der Hans-Peter, der ist ja auch nie hier. Ja, ich bin jetzt gerade hier. Haben Sie etwas zu mieten, wo ich das hier oben rein tun kann? Was? Damit ich die Big Bags oben reinfüllen kann. War weg, ne? Nee, haben wir auch nicht. Jo, bis denn. Haben Sie da nichts hier? Nee, aber da steht doch auch der... Achso, nee, das ist der Schneider. Soll ich das dann hier reinfüllen? Eigentlich müssten Sie ja ins LU wenden, damit die Ihnen Saatgut verkaufen. Ich habe gesagt, man kann jetzt mal beim Pendler kaufen. Okay. Ja, dann bestelle ich Ihnen. Wie viel brauchen Sie denn? Also ich brauche 3 Saatgut Big Bags und 2 Dünger Big Bag. Big Bag oder Palette? Big Bag, weil da passt es genau. Okay. 3 Saatgut und 3 Dünger. Ja. Ne, 3 Saatgut und 2 Dünger. Okay. 1. Kann ich die so aufmachen oder wie hier? Ja, eigentlich nicht. 3. Ja, ich hab nichts hier zum Aufladen. Ja, dann müssen Sie sich was, müssen Sie mit dem Händler sprechen, ob der was zur Verfügung stellt. So, ich rechne gerade nochmal. 1920 mal 2 gleich plus 2700 gleich mal 1,2 gleich. Ja, jetzt habe ich vergessen. Kann ich irgendwo den Verlauf anzeigen?
7848 mal. Nein, das stimmt nicht. Moment, ich hab's gleich, ja. Ja. Plus 1920 plus 1920 gleich. Nee, jetzt habe ich mich schon wieder vertippt. Was ist denn das für ein doofer Taschenrechner hier? Mal 2 gleich plus 2700 gleich. Das wären 6540 wären 1300. Davon die Hälfte sind 650. Also 650 wäre Steuer plus und 650 wäre der Gewinn. 650. Ja, an die Gemeinde und an den Händler. Jawohl. Jo. Gut, bis dann. Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss. Und schnell weg hier. Kein Bock mehr. Ey, ich mach dem Hans-Peter sein ganzes Geschäft hier. Ja, ich hoffe mal, dass der Neumann jetzt schon runtergefahren ist. Lol, was machen die denn hier? Fahren die hier einfach durch den Ort mit dem Drescher, ey. Ey! Hallo? Hallo? Ja. Ich habe gehört, es wird ein grüner VW gesucht. Ist das Ihrer? Kann nicht sein. Bin gerade erst losgefahren. Baruna? Ja. Ich habe gerade noch ein Telefon. Moment. Kann nicht sein. Also ich habe sie vorhin. Das ist schon ein bisschen länger her. Ist das Ihrer? Keine Ahnung. Ich bin gerade erst losgefahren. Okay. Jo, tschüss erstmal. Was wollte denn der jetzt? Herr Neumann, wenn ja. Sie hier die Straße lang fahren, immer geradeaus und dann rechts. Aber ich könnte auch vorfahren, wenn Sie wollen. Ja, das... Machen Sie vielleicht den Abschluss. Nikolas, hinten. Oder andersrum, absichern. Genau, gut, dann fahre ich vor. Jo. Nikolas, warte erstmal, ich fahre zur Seite und ich... Muss ich nochmal den Tempomaten richtig einstellen. Ich glaube, der fährt 40 oder so. Barona? Jo, wie schnell fährt denn die Kiste? 42. Okay, und Attacke. Bei euch sonst alles gut? Na klar. Gut, freut mich. Ich hoffe nur, wir kriegen die Ernte recht schnell hin, weil es ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber müsste eigentlich passen. Ja. Braucht ihr zufällig dann gleich Stroh und Weizen? Ja, nehmen wir an. Nehmen wir an, das ist gut, ist gut. Ich hoffe, du machst mir einen guten Preis. Na klar. Für dich oder für mich? Für beide. Das will ich hoffen. Warum bin ich sonst der Landhandel? Ja. Bist du noch dran? Meine Rückspiegel sind beschlagen. Ich bin noch dran. Ich sag Bescheid, falls... Oh, gut.
Jetzt rechts, oder? Gleich. Ja, unten. Gleich nach dem Viehhändler des Feldes ist. Ach, das hast du dir genommen. Jo, erntereif und nah beim Hof. So soll das sein. Nach deinem Feld muss ich mein Feld dreschen. Ist auch erntereif. Na, ich hoffe mal, dass deins in der Zwischenzeit nicht vergammelt. Ich auch. Aber Kunde ist halt König. So muss es sein. So, hier rechts. Aber fährst vielleicht weiter. Auch noch Blinker an. So. Gut. Habt ihr einen Ladewagen? Habe ich ganz vergessen zu ordern, habe ich gar nicht gesagt, gell? Ladewagen. Kann man überlegen. Ja, für das Stroh. So, ja. Zurzeit noch nicht, aber wollte ich was kaufen. Ich kann eben schnell nach Hans-Peter rüberfahren. Ja, mach das mal. Du bist ja eh hier. Ja. Ich dresche dann erstmal. Gut, was kriegst du denn eigentlich für das Feld? Kann ich erst sagen, wenn ich fertig bin. Okay, wonach richtet sich das? Nach Zeit. Nach Zeit, ja dann aber hopp. Keine Angst, ich schreib mir erst auf, wann ich los. Ich hätte eine Idee. Was denn? Für eine Idee? Hast du nur den Drescher? Ich hab nur den Drescher, ja. Okay. Ich habe da so eine Liste. Da steht die Feldgröße drauf, von jedem Feld. Könntest nach Feldgröße berechnen. Wäre einfacher und einheitlich. Ja. Wenn du sagst, ein Hektar kostet 500 Euro, rechnest 5,5 Hektar mal 500, dann hast du den Preis. Ja, okay. Ja. Lass ich dir mal zukommen. Das wäre nett. Ja, okay. Gut, dann legst du mal los und ich gucke ab und zu mal vorbei zum Abtanken. Ich fahr mal das Auto kurz an den Hof und dann laufe ich wieder her. Jo, dann okay. Bis gleich. Bis gleich, tschö.